miteinander. Herzlich willkommen zu einem neuen Teil von South Park, der Stab der Wahrheit. Das spielen wir hier. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Gute Frage, nächste Frage. Wir hatten den Quested beendet hier beim... Na, wie heißt der denn noch? Da muss ich doch gerade mal gucken. Sollte eigentlich genau mein neuester Freund sein, der Tweak. Den haben wir jetzt also auch rumgekriegt, also sprich auch den nächsten Quest erfüllt. Ja, da sind ein paar dazugekommen. Eine neue Waffe haben wir auch, das wissen wir. Aufwertungen haben wir schon reingesteckt hier in Meucheln. Und haben wir da oben das noch nicht geholt? Das kommt mir aber merkwürdig vor, denn ja, das ist immer ein bisschen blöd hier mit dem Abspeichern. Denn, seht ihr wohl, wir haben zwar in der letzten Folge schon hier reingeguckt, aber das müssen wir nochmal machen. Denn das hat er nicht mit abgespeichert, blöderweise. Na gut, macht ja nichts. Sonst gibt es aber, glaube ich, hier nichts mehr zu holen. Oh, doch. Ein zerknülltes Papier. Wenn ich das jetzt vergessen hätte. Oh, noch eins. Juhu. Na gut, dann würde ich sagen, raus hier. Und mal gucken, wie wir jetzt hier weitermachen. Hast du gefallen? Nee. Was war mit dir noch? It gives you that edge you need to stay focused at school. Aha, Kaffee, um in der Schule konzentriert zu bleiben, ist klar. Welcome to my coffee shop. Thanks for helping tweak out the back room. Vielleicht sollte ich wirklich mal einen probieren. Tempotrank Ultra. Okay. Ich glaube, ich habe mir sogar einen mitgenommen. Ne? Komm, einen nehme ich mir mal mit. Ich will das mal ausprobieren, was da abgeht. Und noch ein paar Gesundheitstränke groß. Can you keep a secret? Neither can I. That purchase qualifies you to be a friend of Tweak Coffee online. As a friend of Tweaks, you'll receive fresh homegrown emails. Then we'll sell your information to local spammers. Sure, we could sell it to one of the big national spammers, but you and I guess number? We just care a little more. Okay. Na gut, dann wollen wir mal weiter. Mach mal die Tür auf und dann gucken wir mal, was unsere Quests sagen. Cartman zurückkehren. Gut. Haben wir alles. Werden wir auch direkt machen. Schweinebären mal. Gib Al Gore Bescheid. Okay. Obdachlosenproblem. 2 von 7. Und kehre zu Priester Maxi zurück. Das haben wir auch noch nicht. Gut, Timmy Express ist klar. Da hinten ist Al Gore. Wir werden mal kurz ihn ansprechen. Good job, Junior Algorian. With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Manbear Pig readings. Come with me. I must put this data in the Data Manbear Pig base. Jetzt haben wir den Al Gore Lagerschlüssel. Das ist gut. Ist das gut oder ist das nicht gut? Naja, ich hoffe mal. You have to prove your maturity to see this movie, and you can't because you're not of sufficient age. Aha, ist klar. Sonst geht's dir aber noch gut, Freund? Bip, bip, das hatte ich noch gar nicht. Ach, das ist ja cool. Hier gibt's auch noch ein bisschen. Da haben wir schon voll. Dutt-Perücke. Aha. Alles klar. Da geht nichts mehr. Dann wollen wir mal ein bisschen fixer hier entlang laufen. Beziehungsweise können wir doch gerade auch mal den Timmy Express nutzen. Beziehungsweise wir müssen eh hier hoch. Da können wir auch gerade durchlaufen. Da hätten wir aber vorne auch gerade zurücklaufen können. Auch Käse. Wieso ist denn hier oben eigentlich noch eine Fahne offen?
Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal den Turbo rein und laufen mal zu unserem nächsten Questziel. Hoppala. Da bin ich ein bisschen auch schnell um die Kurve. Juhu. Na komm. Ah, hier waren wir auch schon. Ja, ja. Doch. Der hat keine Toilette, der Mann. Also von daher... Oh, guck mal. Da wollen wir doch gerade mal unsere neue Waffe ausprobieren. Juhu. So. Are you gonna rape us? Dartpfeile, ne? Well, you guys, I just sneeze. No, false alarm. Ich glaube, der macht nur... War da nicht irgendwas mit AI-Schaden? Der ist aber nicht so dolle, ne? Das war perfekt. Dann nehmen wir mal ihn hier. Das war's für die. Für einen zumindest. Okay. Und Content hat er an. Das war perfekt. Doch nicht. Habe ich mir gerade wieder ein bisschen Leben geholt. Habt ihr es gesehen? Coole Sache. Beschwörungen haben wir noch ein paar offen. Was wollte ich mal probieren? Die Fähigkeiten wollte ich mal probieren. Da müsste doch er jetzt mittlerweile auch werden. Right, genau. Dann probieren wir das. Ow, geez. 106. Naja, ich glaube, ich habe aber auch nicht wirklich gut... getroffen, muss ich sagen. Der andere hat Konter. Und 77. Wow. Oh, da war er nicht gut. Das war's für ihn. No, und er kriegt halt noch einen Pfeil ab. Genau. Oh, coole Sache. So dann wollen wir mal. Gut. No. Hallo? Ah ja. Gut dann. Hier hoch wollen wir. Sind wir genau richtig? Eigentlich. Hier konnten wir nichts dran machen, ne? Da war zwar offen, aber wir konnten nichts machen, so viel ich weiß. Aber vielleicht hat sich da jetzt was getan. Das ist ja auch so eine Sache hier. Ich kann das auf Rot schalten. Dann geht gar nichts, logischerweise. Ich kann es auf grün schalten. Dann geht aber auch nichts. Ja, ist so. Ich krieg's nicht auf. Schade eigentlich. Wüsste auch nicht, wie das anders gehen sollte. Na gut. Was nicht ist, ist nicht. Können wir nicht ändern. Ach so. Jetzt habe ich es eskapiert. Das ist gar nicht in der Durchgang. Aber da muss ich doch trotzdem irgendwie an den Rucksack da dran kommen. Merkwürdig. Aber nicht zu ändern. Gut, hier ist, kommen wir auch nicht dran. Naja, gut. Dann machen wir uns hier außen weiter. Da oben, das bringt uns letztendlich jetzt auch nichts mehr. Ist schon vorbei. Und hier drin waren wir schon. Den haben wir ja schon, den Penner.
oben waren wir auch schon. Also von daher bringt das nichts mehr, ne? Ob jetzt hier hinten noch was ist? Habe ich keinen Schlüssel für. Da kommen wir nicht weiter. Da oben kommen wir auch nicht weiter. Hier geht auch nicht wirklich was, also dann bringt es alles nichts. Wir müssen zurück. Aber wir haben doch hier... Schweinebären, Mann. Ja, und? Triff Al Gore in seiner U-Storage-Basis. Also, hier muss Al irgendwo rumspringen. Al, bist du zu Hause? Hier kommen wir aber nicht weiter. Und hier... Ist er nicht. Ist nicht da, der Erl. Hier können wir Papprollen und zerknülltes Papier farmen. Aber mehr können wir hier nicht machen. Sitze ich auf dem Schlauch? Sitze ich auf dem Schlauch oder... Was ist hier los? Immer hier außen rum. Nicht, dass er hier wieder irgendwo hinter der... Son of a biscuit! Ja, ja. Ganz ruhig bleiben. Hier ist es auch so was. Da hinten hängt was, aber ich krieg's da nicht raus. Wie komme ich da hin? Hatten wir ja auch schon mal gehabt. Aber bringt nichts. Wenn du mal zur Seite gehen würdest, könnte ich da mal versuchen drauf zu schießen. Aber selbst das bringt ja mit Sicherheit auch nichts. Weil die Wahl, es blinkt ja nicht. Dann bringt auch nichts, ne? Wenn es nicht blinkt, dann bringt es nichts. Hübber. So. Timmy Express, genau das machen wir. Hier wollen wir mal, nein. Falsch. Hier dran wollen wir. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Batmans Haus. Und dann werden wir mit dem Timmy Express direkt vor die Haustür fahren. Genau. World soldiers reporting for duty, Grand Wizard. Nice work, douchebag. Now all my men are here and ready to fight for the... Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 thief? Where's Craig? He's in detention. What? He flipped off the principal, so he's in detention again. Oh my god. If they've locked away our thief in detention, we have no hope of getting back the stick of truth. We have to break him out. Ah! No way, man! Last time we broke Craig out of detention, we all got in trouble! Getting into trouble is a risk that Douchebag is willing to take. You have to break out our thief, Douchebag. But don't worry, I will not let you go unprepared. I'm going to teach you how to use magic. Meet me at the training barracks. It's time for you to learn. Dragonshout. Drachenschrei. Okay. Was gibt's hier? Was ist Welcome to our base! All are welcome here, even those with chronic medical conditions. Auch solche mit chronischen Krankheiten, das ist schön. Das finde ich gut. So, und jetzt müssen wir hier hinten. At first I didn't want to join the KKK at all, but the Grand Wizard made some really good points. Aha, okay. Was ist das hier? Oh, da habe ich wohl mal was vergessen. Beim ersten Kampf. Can't talk! Need to practice! Fight well, douchebag. But to truly succeed in combat, you must learn to harness the power of your fart. Farting on an opponent at precisely the right time is key to battle. I shall show you how it's done, but first, you must take the gentleman's oath. You must promise to never, ever fart on anyone's balls, okay? Farting on an opponent is necessary, but farting on someone's balls is not cool. Do you understand? All right, then let's begin your training. To conjure dragon shout, you must first clear your mind and take in a deep breath. Through your butthole. Like so. Then let it rumble inside you and dragon shout. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble.
Dragons out! Now you. Ready? Dragons out! Ach so. Find the frequency! No, no, that was like a dragon teeth. You gotta let it all out. It's a mighty roar. I'll show you one more time. Suck it in. Let it rumble. Dragon out! Now you. Ready? Dragon out! Find the frequency. Hold. Whoa, don't leave the air trapped inside. That shit's dangerous. Das ist nicht so einfach, hör mal. Das ist nämlich nicht einfach rechts links, so wie ich denke. Suck it in. Let it ramble. Dragon's out. Now you. Ready? Dragon's out. Find the frequency. Hold. Hold. Whoa, don't leave the air trapped inside. That shit's dangerous. People die like that. I'll show you one more time. Suck it in. Let it ramble. Dragon's out. Now you. Ready? Dragon's out! Find the frequency! Halten. Frequenz. Hold. Hold. No, no, that was like a dragon's teeth. You gotta let it all out. It's a mighty roar! I'll show you one more time. Suck it in. Let it ramble. Dragon's out! Now you. Ready? Dragon's out! Find the frequency! Hold. Hold. My God, that was incredible. A man could live 100 years and never again witness a spell so boisterous. Could it be that the prophecies are true? Could it be that the Dragonborn has come at last in our hour of need? Now let us try your skill on a real opponent. Hey, hey, Princess Kenny. Could you come here a sec? Shh, don't tell him. Okay, just real quick, Princess Kenny. Sir Douchebag wants to show you something. All right, you two, spar! Sir Douchebag, show Princess Kenny the magical powers I have taught you! Ha! That was fucking hilarious! That was fucking awesome! Oh, okay, good job, Sir Douchebag. That was sweet. Thanks, Princess Kenny. That's all for now. Okay, but, dude, seriously, remember, don't ever do that on someone's balls, okay? Seriously. You have mastered dragon shafts. From now on, it will be easier for you. Aha. Und wann soll ich den anwenden? Kann mir das einer sagen? Kenny will assist you on your quest, douchebag. Now go get Craig while I rest and relax upon my throne. Kenny wird leider freigeschaltet. Cool. Gehe zur Schule. Okay. Waffenmäßig war ich noch komplett ausgerüstet. Verbrauchsgüter, Gesundheitstrank. Da brauche ich, glaube ich, jetzt nichts von, wenn ich ganz ehrlich bin. Komm, die können wir mal mitnehmen. Waffen. Haben wir nur den Level 3 Hammer hier. Hammer des Noobs. Machen wir gerade zu. Wie sehe ich denn? Was habe ich denn hier eigentlich? Das ist doch Level 4. Zerschmetternde Keule. Ja gut, da brauchen wir ja nicht nachzufragen dann. Und ich glaube, die Klamotten waren auch alle Level 3 oder 4, glaube ich. Ich glaube, die waren einen drunter. Gut. Dann würde ich sagen, sonst brauchen wir hier nichts. Dann können wir weitermachen. Ich muss. Nee, so machen wir das. Ich muss zur Schule. Unter anderem. Da ist die Schule. Und ich muss. Ah, nee, hier ist die Schule. Dahin müssen, muss ich. Genau. Mal ihn rausholen. Der hat ja Nachsitzen. Can you keep a secret? Neither can I. Ah. Ich kann hier zwischen den Begleitern wechseln. Dann nehme ich mal Kenny mit. Ich will es mal antesten, was er so alles kann.
Ausgezeichnete Bogenschütze und beherrscht königliche Magie. Sie kann. Kenny kann befohlen werden, seine königlichen Brüste zu zeigen, was kämpfende und anderweitig beschäftigte Feinde ablenkt. Ah ja, dann legen wir den mal kurz fest. Weil, will ich mal sehen. Craig, okay. Craig, this is detention, okay? Stop looking at your watch, because you're here for 3 hours, buddy, okay? Whatever. Now don't think your friends are gonna come bust you out this time, Craig. My name is Feldspar, and I'm a level 6 thief, and the humans will soon rescue me from this tower. No, your name is fucking Craig Tucker, and you're in detention. Now start doing your homework. Okay, I've got all the doors sealed, and I've got hallway monitors working overtime. Nobody's gonna save your ass today, Craig, okay? Okay. Niemand wird deinen Arsch retten. Gehe zur Cafeteria der Schule. The girls have a secret base, but I've never seen it. Dann wollen wir mal gucken. Wir waren sowieso noch nicht in der Schule drin. Die Schule war die ganze Zeit geschlossen. Excuse me, but school is out and no students allowed on the premises until tomorrow at 7:30 a.m. Dann wollen wir ihn erstmal ausschalten. Let's see what you've got. Drücke W-Taste. Okay, aber da... Achso, Magie? Magie? Ah. Drachenschrei. Mana 40. Mist, ich hätte auf den anderen Bogen wechseln sollen. Habe ich aber nicht. Egal. Dann machen wir erstmal diesen hier. Der blutet schon mal. Was ist hier? Leiter tauschen. Ah, kann ich das im Kampf machen? Verzauberung? Angriff verringert. Gut, wie gesagt. Mana. Kann ich das also immer noch nicht nehmen. Es sei denn, ich würde mal einen Mana-Trank nehmen. Ich glaube, den kann ich selbst gar nicht nehmen. Doch, kann ich. Mana-Boost. Das war aber jetzt nicht so, wie wir das gelernt hatten. Muss ich mal so sagen. Make my day, kid. Help! Perfekt. Officer down. Gut. Officer down. Send backup. I repeat, officer down. All hallway monitors to the right hallway. Oh, God damn it. Here they come. They're gonna get you, Craig. You're not getting out of detention. I'll be out of here in 10 minutes. Ich kann das gar nicht lesen, was sie da... ich kann das gar nicht verstehen, was sie da schreibt. Auch nicht lesen. Bisschen rotes Schaum. Was soll das bringen? Zeig mal, untersuchen. Perfekten Angriff. Widerlichkeitsschaden zu... Okay. Alles klar. Mal gucken. Wieso wackelt das hier so rum? Oh. Das hat mir wehgetan. Aua. Gut. Dann gehen wir erstmal hier rein. Einen kaputten Schwertgriff. Nee, wir gucken erstmal hier durch. Am Ende haben wir hier noch was rumfliegen. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Geflügelknochen. Die können wir immer gebrauchen. Hier nochmal gucken. Ah, da können wir gar nichts machen.
Gesundheitstränke. Was ich noch machen wollte, war... Heiltränke bin ich voll. Ich wollte hier mal wieder wechseln auf den Mongolenbogen. Ich glaube, das ist besser. Ich auch nochmal draufschlagen, den Kronkörkli mitnehmen. Und dann gehen wir hier weiter. Ständig von Feuer und Traumschaden. Ständig vor einem Feuer. You'll never escape the long arm of Counselor Mackey's justice. Ja, lass die erstmal ein bisschen. Hoppala. Sämtliche Explosionen getroffen werden vernichtet. Cooler Trick, muss ich sagen. Gefällt mir. Da können wir direkt looten, ohne groß darum zu machen. Aber so langsam wird es wohl auch ein bisschen anspruchsvoller, schätze ich mal. Können wir nicht mehr. Können wir weg, diesmal nicht. You might as well give up, because I've hidden the key somewhere, and you'll never find it in my office. Oh, damn it. Okay. Cafeteria ist verschlossen. Oh. Nicht die Kronkorken vergessen. Ja, ja. Dann laufen wir hier hinten rum. Da muss es ja weitergehen. Oh. Ah ja. School is closed. This is a restricted hallway. Aha. Angewidert. Gut, dann würde ich sagen, wir nehmen als erstes den Mongolenbogen. Genau. So. Dann... Fähigkeiten? Oh, die hat ja auch noch Fähigkeiten. Königliche. Eine Bahn zu werfen. Sieht es angewidert. Kenny verzaubert die Kreaturen der Natur mit ihrer Schönheit und segnet sie gegen deine Feinde. Ja, probieren wir mal. Was denn jetzt? Was war das denn jetzt? Ich glaube, das war nicht so richtig. Da war ich, glaube ich, ein bisschen verkehrt, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube es. Erstens, haben wir hier was? Zweitens, haben wir hier was? Da komme ich nicht mehr dran. Hier kann ich aber nichts machen. Hier blitzt was, aber ich kann nichts machen. Schlecht. Okay, dann wollen wir mal weiter. Kann man das zum Überlaufen bringen? Nee, kann man nicht. Schlecht, schlecht, schlecht. Besorge den Messingschlüssel, ja. Hm.
Aber wo? Ein bisschen genauer gucken hier. Uns fehlt der Messingschlüssel. Hat das uns jetzt was gebracht? Nee, ja? Nicht wirklich. Goldschlüssel fehlt uns. Hier kommen wir nicht weiter. Ah, hier hat noch eine. Achso, nee, das konnten wir nicht nehmen, genau. Oh, da oben gibt es noch was zum Abschieben. Oh. Das ist nicht so gut, hä? Okay. Da kommen wir nicht weiter. Haben wir ein Problem? Kann das sein? Wir sind in der Eingangshalle wieder. Wir nicht? Zumindest nicht so einfach. Hier war nur noch was drin, was wir nicht nehmen konnten. Ja, nur noch alles mal sicherheitshalber durchgehen hier. Aber das bringt alles nichts, denn wir sind hier durch. Vielleicht können wir doch mal hinten rein, wer weiß. Weil wir wissen ja, dass hinten hinter der Schule die... Was ist denn das da oben? Ach nee, ist nur ein Stück Mauer, die da durchscheint. Okay. Vielleicht ist die Schule hinten auf, wer weiß. Weil hier gibt es ja noch einen Hintereingang. Aber die ist zu, Mist. Und hier sind nur die Brüder hier. Sonst nichts. Und solange ich nicht wie sie aussehe, werden sie mich nicht, werden sie nicht mit mir reden, beziehungsweise nichts, was von Bedeutung ist. Das ist ein bisschen merkwürdig hier. Wir waren da drin durch, eigentlich. Ja, ja, ist klar. Kann ich im Spiel? It's a good day to Kleider tauschen. For you, ups. Das war nix. Das war schon. Okay. Kenny ist nicht schlecht, aber ich finde ihn mit seinem AE einfach besser. Aber ich denke, da wird es nachher drauf ankommen. Da kann man dann der Situation entsprechend die Leute wählen. Und manchmal wird es vielleicht tatsächlich besser sein, wenn... Ich muss da nochmal durch. Irgendwas fehlt doch hier. Wir haben was übersehen. Blitzt hier am Ende noch irgendwo was? Sagt uns das was? Nicht wirklich. Nee. Okay. Mir sagt das nichts hier. Nochmal hier rein. Basement. Kommen wir nicht rein. Gibt's hier was, was wir
zerschießen können, bis auf vielleicht du hier? Nö. Da geht nichts. Ah, da oben ist noch was. Pudelsaurus. Pudelsaurus Rex. Aha. Hier kommen wir nicht rein. Gut. Hier blinkt auch sonst nichts mehr. Nee. Hier blinkt was, aber ich kann das nicht wegschießen. Das finde ich merkwürdig. Ah. Wie kann ich jetzt den Drachenschrei benutzen? Gut. Das klingelt, wenn wir da drauf schießen, das ist schon mal klar. Aber bringt uns nicht wirklich was. Hier klingt sonst nichts mehr. Das Einzige, was wir wissen, ist, jetzt habe ich es kapiert. Halte F gedrückt. Well, I can only heal. You need someone who can charm. Well, that'd just be silly. Why, that'd just be silly. Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. I can only heal. You need someone who can charm. Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. Was ist hier mit ihm? Der steht hier und ist am Schlafen davor. Was ist das hier? What? That'd just be silly. What? That'd just be silly. What? That'd just be silly. Hm. Darüber muss ich mir wohl noch mal Gedanken machen. You need someone who can charm. Denn? Well, I'm flattered you thought of me, but I wouldn't even know where to begin. Das kopiere ich nicht wirklich, muss ich sagen. Was ich hier machen soll. Bringt ja auch nichts. Hier kann ich das auch machen, ja? What? That'd just be silly. What? That'd just be silly. What? That'd just be silly. Bringt aber nichts. Na gut. Egal, sei es wie es ist. Das war ein neuer Teil von South Park. Der Stab der Wahrheit. Es wäre schön, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und es hat mich gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Jetzt werde ich aber doch verrückt. Irgendwie muss ich... Lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich werde mich drum kümmern. Macht's gut.